Wenn man die gesamte Welt der Ambient-Musik in eine Pyramide packen würde, welches Album würde da oben in der Spitze der Pyramide sitzen? Ich sage, es ist Brian Enos Meisterwerk aus dem Jahr 1982 mit dem Titel Ambient 4 On Land. On Land ist die Blaupause für alles, das kommen sollte. Dieses epochale Album definiert nicht nur die Parameter der Ambient-Musik, es nimmt in einem Streich auch das Subgenre Dark Ambient vorweg. Es ist ein Meisterwerk des Subtilen und es besticht mit einer großartigen Tapisserie aus Samples und atmosphärischen Sounds. Ich habe sicherlich mindestens 15 Lieblingsalben nur aus dem Ambient-Genre, doch dieses feingewobene Opus Magnum von Brian Eno ist da unangefochten die Nummer 1 für mich. Eno beschreibt dieses Album als eine musikalische Auseinandersetzung mit Themen wie Umgebung, Umwelt, Landschaft. Akustische Landschaftsmalerei sollte ein zentraler Aspekt der Ambient-Musik werden. Eno hat an diesem Album insgesamt 3 Jahre gearbeitet. Nun, natürlich nicht 3 Jahre am Stück, denn in den Jahren 78 bis 81 hat er an mindestens 20 relativ großen Projekten mitgemacht. Doch On Land ist das Ferment seiner damaligen musikalischen Experimente. Das Album hat ein akustisches Fundament in der Synthesizer-Musik, doch Eno beschreibt in den Liner Notes zum Album, wie sein Prozess bei den Aufnahmen war und dass die Synthesizer-Musik aus dem Ablauf zunehmend herausgefiltert wurde, zugunsten von Tonbandaufnahmen, die sich besser eigneten, die Musik organisch und landschaftlich erscheinen zu lassen. Auch hier muss man bedenken, dass dieses Album prädigital ist. Alle Keyboards hier sind analog. Alle Samples sind in Wirklichkeit Tonband-Snippets. Die Tüftelarbeit muss immens gewesen sein. Wie gesagt, ich halte das für die Mutter aller Ambient-Alben und ich werde natürlich nicht müde, durch die Welt zu gehen und es allen zu erzählen. On Land gehört in jedes CD-Regal, abgesehen davon, dass das Konzept eines CD-Regals heute ein wenig ein Auslaufmodell ist, ich gebe es ja zu, dann muss es eben auf den iPod. Für Eno, der eigenhändig das Ambient-Genre aus der Taufe gehoben hatte, sollte oder durfte diese Musik eine funktionale Hintergrundeigenschaft haben. Eno sprach auch mal von akustischen Möbeln oder Tapeten oder von der Zimmertemperatur in Klangform. Die Idee zur Ambient-Musik kam ihm Mitte der 70er Jahre auf einem Flughafen. Er saß in einem Gateway-Wartebereich in Frankfurt und genoss die futuristische Atmosphäre der Halle, doch gleichzeitig stand da irgendwo ein Fernseher, aus dem wahlloses News- und Werbekrach-Gedöns herausdrang. Da hatte er diesen Gedanken, dass bestimmte Räume mit ihrem Licht und ihrer Farbe und all den architektonischen Absichten, die in die Einrichtung dieser Räume gesteckt wurden, immer auch der angemessene und kreativ beabsichtigte Sound zu hören sein sollte. Weshalb versagen wir immer auf dem letzten Meter? Wir designen und erschaffen großartige Bauwerke, in denen wir uns anschließend über den Weg laufen und wo wir sitzen und warten. Doch sehr oft ist die akustische Komponente dieses Raums, dieser Atmosphäre, gänzlich vernachlässigt. Dabei müsste man eigentlich in allen Hotels, allen Bahnhöfen, allen Einkaufszentren einen feinjustierten Sound zu hören kriegen, der die Architektur und die visuelle Würde reflektiert, die da in den Bau hineingeflossen ist. Und so war Ambient geboren. Geronnene Klangarchitektur. Aber die Musik muss dann eben unentwegt versuchen, einer thematischen Greifbarkeit zu entkommen. Wie erschafft man eine Musik, die man theoretisch ein Jahr lang laufen lassen kann, ohne dass sie sich abnutzt? Es ist eine besondere, geradezu zen-artige Disziplin, sich der thematischen Idee zu verweigern und nur die Textur, nur das geronnene Gefühl zu lassen. Habe ich auf diesem Album Lieblingstracks? Abgesehen davon, dass das hier der Prototyp der Scheibe ist, die man nicht selektiv hört, sondern stets nur in einem Stück durchlaufen lässt, finde ich den 6. Track, Unfamiliar Wind, vielleicht am besten und stilistisch am meisten richtungsweisend. Aber auch die letzte Nummer auf der CD, Dunwich Beach, Autumn 1960, ist wirklich großartig. Somit muss ich über eine Bewertung nicht viel sagen. 5 Sterne Ultra. Wie gesagt, diese Scheibe steht Pate bei hunderten, gar tausenden anderen Ambient-Alben, die in den letzten 30 Jahren aufgenommen worden sind. Unbedingt besorgen. Einfach in den CD-Player tun, die Taste für Wiederholung finden, dann im Hintergrund 30 oder 40 Mal durchlaufen lassen. Einfach das ganze Zimmer in diese Atmosphäre eintauchen. Oder nur einmal hören. Aber dafür mit Kopfhörern. Das war Brian Eno und Ambient 4 On Land aus dem Jahr 1982.
Thank you.